Herzlich willkommen. Wir lösen in dieser Vorlesung inverse Probleme, und zwar solche, bei denen etwas schief geht, wo zum Beispiel keine Lösung existiert, keine mathematische Lösung existiert, zum Beispiel aufgrund von Messfehlern, es aber trotzdem Sinn macht, das Problem noch ja irgendwie so gut es geht oder bestmöglich zu lösen. Oder inverse Probleme, bei denen die Lösung nicht eindeutig ist, wo es aber Sinn macht, noch Zusatzforderungen an die Lösung zu stellen, wodurch sie dann vielleicht doch eindeutig wird. Oder aber der dritte Punkt dieser Wohlgestelltheitsdefinition aus dem letzten Video war der Punkt, dass es auch sein kann bei solchen inversen Problemen, dass zwar eine Lösung existiert, die Lösung aber nicht stabil, nicht stetig von den gemessenen Daten abhängt. Und dann ist die Frage, ob man da auch etwas machen kann und ob man doch auf irgendeine Art und Weise, wenn trotz einer unendlichen Fehlerverstärkung trotzdem irgendwie stabil eine vernünftige Lösung rausbekommen kann. Und das ist gerade das, was uns zu der sogenannten Regularisierung führen wird. Dafür tritt typischerweise der Fall auf, dass diese Schlechtgestelltheit im Sinne von Instabilität der Lösung, unendliche Fehlerverstärkung, das ist etwas, was typischerweise im Unendlichdimensionalen auftritt. Wir haben das schon gesehen, als wir das Ableiten als inverses Problem eingeführt haben. Also stellen wir uns vor, wir haben eine Funktion, die möchten wir numerisch ableiten. Wir kennen die Funktion an vielen kleinen Stellen. Und jetzt könnte ich, um die Funktion abzuleiten, könnte ich sagen, wenn ich die Funktion hier an mehreren Stellen kenne, dann nehme ich mir mal die Differenz zweier Funktionswerte von den Stellen, geteilt durch den Abstand der beiden Stellen. Und entsprechend mit solchen finiten Differenzen hätte ich eine Annäherung an die Ableitung. Wenn der Abstand der beiden Punkte gleich 1 ist, dann würde ich also in der finiten Differenz durch 1 teilen. Das macht mir keine große Fehlerverstärkung. Sind die Punkte aber eng zusammen, ist der Abstand ein Tausendstel, was eigentlich gut wäre für meine finite Differenz. Dann wäre ich näher an der wahren Ableitung dran. Dann müsste ich aber durch ein Tausendstel teilen. Und durch ein Tausendstel zu teilen, heißt mal 1000 zu nehmen, hätte ich also eine große Fehlerverstärkung drin. Hätte ich einen Abstand von 1 Millionstel, 1 Milliardstel, hätte ich entsprechend eine ganz, ganz schlimme Fehlerverstärkung. Und dieser Effekt, dass in der Diskretisierung ich zwar nur eine endliche Fehlerverstärkung habe, aber umso besser ich diskretisiere, umso näher ich ans eigentliche unendlich-dimensionale Problem komme, umso schlimmer wird die Fehlerverstärkung, das tritt in ganz vielen Anwendungen auf. Wir werden zumindest numerisch sehen, dass das auch in der Computertomographie der Fall ist. Also wenn Sie so einen Schnitt durch den Menschen in endlich viele Pixel zerlegen, schicken Röntgenstrahlen durch den Menschen durch, der trifft dann entsprechend diese Pixel, summiert da anschaulich gesprochen die Absorptionen innerhalb der einzelnen Pixel, summieren sich auf und aus der Gesamtabschwächung des Röntgenstrahls probieren Sie dann auszurechnen, wie der Mensch im Inneren aussieht, wie viel Absorption in jedem einzelnen Pixel passiert ist. Auch da ist es so, dass wenn Sie wenig Pixel haben, haben Sie nur wenig Fehlerverstärkung, aber umso mehr Pixel Sie nehmen, umso mehr Messungen Sie machen, umso mehr Unbekannte Sie haben, also umso unendlich dimensionaler das Problem wird, umso größer wird die Fehlerverstärkung. Und typischerweise ist das dann so, dass Sie eben im endlich dimensionalen haben Sie eine immer höhere Fehlerverstärkung, im unendlich dimensionalen hätten Sie dann tatsächlich eine unendliche Fehlerverstärkung. Und die Philosophie in dieser Vorlesung wird so sein, dass wir die Probleme tatsächlich im Unendlichdimensionalen betrachten, also so wie sie vor der Diskretisierung da wären, dass wir probieren, Bilder zu rekonstruieren, die wir durch Funktionen modellieren, also noch gar nicht in einzelne endlich viele Pixel reingehen, sondern sagen, wir haben ein Bild mit unendlich vielen Pixeln oder wir haben eine ganze Funktion in einem unendlichdimensionalen Funktionenraum. Dort werden wir uns überlegen, warum tritt überhaupt diese unendliche Fehlerverstärkung auf und warum tritt die so häufig auf. Und dann werden wir uns überlegen, wie kommen wir mit dieser unendlichen Fehlerverstärkung klar. Und die Idee dahinter ist, wenn wir im Unendlichdimensionalen mit einer unendlichen Fehlerverstärkung klarkommen, dann kommen wir auch im Endlichdimensionalen in einer hohen Dimensionszahl mit einer sehr, sehr hohen Fehlerverstärkung von 1 Million oder 1 Milliarde oder 10 hoch 20 klar. Dafür brauchen wir Grundbegriffe der unendlichdimensionalen Funktionenräume. Das heißt, ich brauche für diese Vorlesung einige funktionalanalytische Grundbegriffe und die werden wir uns jeweils on the fly erarbeiten. Also werden immer mal wieder weitermachen ein inversen Problem, dann immer mal wieder etwas über die Theorie unendlichdimensionaler Vektorräume einstreuen, was wir entsprechend brauchen werden. Und beginnen möchte ich gerne mit ein paar Grundbegriffen über diese unendlichdimensionalen Objekte. Ich gehe dabei erstmal davon aus, dass Sie alle wissen, was Vektorräume sind aus der linearen Algebra. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was Normen sind auf diesen Vektorräumen. Und ich gehe davon aus, dass Sie wissen, was es bedeutet, wenn ein Raum vollständig ist bezüglich einer Norm. Also dass Sie wissen, was Cauchy-Folgen sind. Und Vollständigkeit heißt dann, wenn alle Cauchy-Folgen konvergieren, dann ist der Raum entsprechend vollständig. Vollständiger Vektorraum heißt dann auch Banachraum.
Und wenn diese Norm von einem Skalarprodukt kommt, also ich gehe davon aus, dass Sie auch alle wissen, was ein Skalarprodukt ist, ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wie ein Skalarprodukt eine Norm induziert, und wenn Sie einen Raum haben mit Skalarprodukt, der bezüglich der dadurch induzierten Norm vollständig ist, dann heißt das ein Hilbertraum. Und wir werden in dieser Vorlesung fast alles, was wir betrachten werden, werden lineare, inverse Probleme zwischen solchen Hilberträumen sein. Durch die Skalarproduktstruktur hat man da sehr viel zusätzliche Struktur, um diese Probleme ja auf sehr schöne Art und Weise zu lösen. Vieles oder manches davon kann man auch in Banachräumen machen, manches davon kann man auch für nichtlineare Abbildungen machen, aber da tauchen eine ganze Menge an zusätzlicher Probleme auf, die wir im Rahmen von dieser zweistündigen Vorlesung nicht behandeln können. Also im Folgenden seien stets Groß X, Groß Y, Groß Z, das seien immer Hilberträume, also Vektorräume mit Skalarprodukt und vollständig bezüglich der dadurch induzierten Normen. Und alles, was wir machen, wird im Reellen stattfinden. Also wir nehmen an, wir haben reelle Hilberträume mit entsprechend Normen. Die schreiben wir dann, wenn es nicht aus dem Zusammenhang klar ist, als Norm X, Norm Y. Und so weiter mit dem unteren Index und Skalarprodukte. Die schreiben wir hier in der Vorlesung mit runden Klammern. Also zwei Elemente, zwei Vektoren zusammengeschrieben in als so ein Tupel mit runden Klammern und ein Index, in welchem Raum ich gerade bin, das wäre das X-Skalarprodukt. Entsprechend Y-Skalarprodukt, Z-Skalarprodukt und so weiter. Ja, dann gibt es einen Zusammenhang für lineare Abbildung. Also ich nehme an, dass Sie alle wissen, was eine lineare Abbildung zwischen Vektorräumen ist. Sie sind es, je nachdem, wie viel Sie schon gemacht haben mit unendlich-dimensionalen Vektorräumen. Wenn Sie bisher nur mit endlich-dimensionalen gearbeitet haben, dann sind Sie es gewöhnt, dass lineare Abbildungen immer stetig sind. Also lineare Abbildungen zwischen reellen Vektorräumen können Sie einfach schreiben als eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Matrix mal Vektor ist eine endliche Summe von Produkten, ist also eine stetige Abbildung. Das heißt, um Dinge wie Stetigkeit mussten Sie sich da nie kümmern. Im Unendlichdimensionalen ist das nicht mehr so. Im Unendlichdimensionalen können lineare Abbildungen auch unstetig sein. Allerdings gibt es auch im Unendlichdimensionalen noch einen Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Beschränktheit von linearen Abbildungen. Das möchte ich Ihnen gerne uns einmal anschreiben und ja, zumindest auf die Literatur verweisen und vielleicht Beweisungsgrad Handwaving, also Definition und Satz. Angenommen, wir haben eine Abbildung Groß A zwischen zwei Hilberträumen, Groß X und Groß Y, also im ganzen Video hier X, Y, Z, auch wenn ich es nicht dazu sage, immer reelle Hilberträume, aber möglicherweise eben unendlich dimensional. Dann haben wir hier, wenn wir da eine lineare Abbildung haben, dann sind die folgenden beiden Eigenschaften äquivalent. Es ist nämlich äquivalent dazu, dass A stetig ist. Also erste Eigenschaft wäre, A ist stetig. Das ist genau dann der Fall, wenn B gilt, nämlich wenn A beschränkt ist, und zwar beschränkt in dem Sinne bei linearen Abbildungen, die sind nie so beschränkt, also bei Funktionen von R nach R nicht linear, sondern sind normalerweise beschränkt, wenn die Wertemenge beschränkt ist. Das ist bei linearen Abbildungen natürlich nie der Fall, weil die vertauschen im skalaren Vielfachen. Also a von 2x ist immer 2 mal ax, a von 100.000x ist immer 100.000 mal ax. Also Beschränktheit bei linearen Abbildungen im Sinne von Wertebereich beschränkt macht keinen Sinn, aber man lässt, wenn man die skalaren Vielfache rauslässt, dann sagt man, dass eine Abbildung beschränkt ist. Und zwar dann, wenn sie ja, nachdem die skalaren Vielfachen ausgerechnet sind, einen beschränkten Wertebereich hat oder äquivalent, wenn A angewendet auf einen Vektor aus der Einheitskugel, also auf einen Vektor der Länge 1, wenn da immer nur Vektoren von beschränkter Länge rauskommen oder noch anders ausgedrückt, wenn das A, wenn Sie das anwenden auf einen Vektor nur höchstens um eine gewisse Konstante verlängern kann. Also Sie nehmen sich das A, wenden das an auf alle möglichen Vektoren klein x aus groß x, gucken, um wie viel ist der Vektor dadurch länger geworden. Und wenn es Ihnen eine Konstante gibt, die Ihnen diese Längen, diese Verlängerung der Vektoren beschränkt nach oben, dann sagen Sie, A ist beschränkt. Also in Formeln, das heißt, es existiert eine Konstante c größer 0, sodass die Norm von ax, das wäre jetzt also eine Norm in Groß Y, das Vektor in Y, wenn das kleiner gleich ist c mal der Norm von x in entsprechend dem Raum Groß X. Wenn das gilt für alle kleinen x in Groß X,
dann heißt dieses a entsprechend beschränkt. Also das a verlängert Ihnen einen Vektor höchstens um so und so viel. Ja, Beweis, ich gebe Ihnen im Skript ein Zitat dafür mit an. Das finden Sie in jedem üblichen einführenden Buch über Funktionalanalysis. Der Alt ist da zum Beispiel sehr zu empfehlen. Das Ganze kriegen Sie aber auch fast genauso schnell einfach selber bewiesen. Der Beweis ist komplett straightforward. Wenn Sie zum Beispiel von B auf A nachrechnen, dann wissen wir in B, das bedeutet ja gerade, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten eine Folge xn, die gegen 0 konvergiert, dann würde hier auf der rechten Seite C die Norm von xn gegen 0 konvergieren, dann müsste also auch ax gegen 0 konvergieren. Das heißt, aus B folgt sofort die Stetigkeit in der 0. Wenn xn gegen 0 konvergiert, muss auch axn gegen 0 konvergieren. Und da das eine lineare Abbildung ist, kriegen Sie das auch in jeden anderen Punkt verschoben. Also wenn Sie eine Folge haben, xn, die gegen x konvergiert, gucken Sie sich an axn minus x, dann ist xn minus x eine Nullfolge, also axn minus x konvergiert gegen 0 und axn minus x ist aber dasselbe wie axn minus ax, das heißt also axn konvergiert gegen ax, falls axn gegen x konvergiert, also aus Beschränktheit folgt Folgenstetigkeit und damit Stetigkeit in normierten Räumen. Umgekehrt, dass auch a aus b gilt, also wenn es ein a stetig ist, warum ist es dann beschränkt? Auch das kriegen Sie leicht hin. Also wir hatten aus Beschränktheit Stetigkeit, wir haben jetzt aus Stetigkeit Beschränktheit. Angenommen, es wäre stetig, aber nicht beschränkt, also angenommen b gelte nicht, dann müssten Sie also zu jedem c, zu jeder Konstante, finden Sie einen Vektor, der mehr als um c verlängert wird, wenn Sie den in C einsetzen. Dann nehmen Sie sich als C, nehmen Sie sich alle natürlichen Zahlen, nehmen jeweils dazu einen xn, dann hätten Sie also eine Folge xn, die so ist, dass Norm von axn wäre mehr als n mal Norm xn. Ja, das heißt, diese xns würden immer mehr verlängert werden. Und dann müssen Sie sich die Dinger nur geeignet skalieren, nämlich zum Beispiel xn geteilt durch die Norm von axn. Das würde dann entsprechend, wäre kleiner gleich 1 durch n wird gegen 0 konvergierend. Das heißt, Sie hätten eine Folge, die gegen 0 konvergiert. Wenn Sie a drauf anwenden, haben Sie aber axn durch Norm axn, bleiben Vektoren der Länge 1. Die können nicht gegen 0 konvergieren. Das heißt, Sie hätten eine Folge gefunden, die gegen 0 konvergiert, wo aber a angewendet auf die Folge nicht gegen 0 konvergiert. Also das heißt, wenn aus nicht b folgt auch nicht a, weil das der Stetigkeit im Nullpunkt widersprechen würde und nicht b aus nicht b folgt nicht a, ist per Kontraposition dasselbe wie aus a folgt b. Und somit hätten wir die Äquivalenz gezeigt von a und b. Und genau dieselben Argumente können wir auch machen, nicht nur für lineare Abbildung, sondern auch für multilineare Abbildung. Und das, was wir insbesondere noch brauchen werden, ist die gleiche Aussage für Bilinearformen. Also dasselbe gilt auch, wenn Sie eine bilineare Abbildung haben. Wir werden es nur brauchen für bilineare Abbildungen, die zweimal dasselbe Argument bekommen. Also klein b, es kriegt einen Vektor aus Groß X, noch einen Vektor aus Groß X und macht daraus einen Vektor aus R. So werden wir es nur brauchen, eine reelle Zahl. Wenn das Ding bilinear ist, dann sind äquivalent die folgenden beiden Aussagen, ganz analog zu dem, wie das bei den linearen Abbildungen waren. Also diese Bilinearform hier, die ist stetig als Abbildung von x kreuz x nach r, genau dann, wenn sie beschränkt ist, wobei man beschränkt ähnlich definiert wie bei linearen Abbildungen. Also Beschränktheit bei bilinearen Abbildungen bedeutet, es existiert ein c größer 0, sodass Betrag bxy kleiner gleich ist c mal Norm x mal Norm y, wenn das gilt für alle x aus x. Jetzt habe ich oben x kreuz x genommen, passen wir das auch an, nehmen wir oben x kreuz y. Ich glaube, in der Vorlesung werden wir es sogar nur für x kreuz x brauchen, aber es würde sogar für x kreuz y nach z gelten, nicht nur nach r. Ja, also wenn Betrag b x y kleiner gleich c mal Norm x mal Norm y ist für alle x an x und alle kleinen y in groß y, dann würde man sagen, die Bilinearform ist beschränkt und das ist eben bei Bilinearformen auch im unendlich dimensionalen auch wieder äquivalent zur Stetigkeit und der Beweis geht komplett analog zu dem, was wir uns gerade für die linearen Abbildungen überlegt haben. Ausführlich können Sie das auch nochmal nachlesen in Büchern über Funktionalanalysis, zum Beispiel im Buch von Alt. Ich gebe Ihnen das genaue Zitat. Also die genaue Referenz von dem Buch, ich glaube, lineare Funktionalanalyse, das heißt, das Buch, genaue Referenz wird im Skript stehen.
Ja, also damit wissen wir bei linearen Abbildungen jetzt also im Unendlichdimensionalen nicht mehr, ob sie stetig sind. Insbesondere bei unserem inversen Problem wird gerade sehr, sehr, sehr häufig, wird eher die Regel sein als die Ausnahme, wird der Fall auftreten, dass wir in eine Richtung noch stetige lineare Abbildung haben, aber die inverse Abbildung dann unstetig sein wird. Denken Sie ans Integrieren. Das Integrieren einer Funktion, Stammfunktion bilden, ist eine stetige Angelegenheit, eine Funktion ein bisschen zu verändern. Auch wenn wir uns jetzt gar nicht auf die Normen festlegen, aber einfach anschaulich, eine Funktion ein bisschen zu verändern, ändert den Flächeninhalt unter der Funktion auch nur ein bisschen. Umgekehrt, eine Funktion ein ganz bisschen zu verändern, kann aber die Steigung der Funktion ganz furchtbar stark ändern. Das heißt, die eine Richtung, nämlich das Integrieren, ist eine stetige lineare Abbildung, das Ableiten bilden ist eine unstetige lineare Abbildung. Ähnlich ist es beim Zurückrechnen in medizinischen Tomographieverfahren. Wenn Sie den Patienten, wenn der ein bisschen anders aussehen würde im Inneren, würde er die Röntgenstrahlen auch nur ein bisschen anders abschwächen, kamen nur ein bisschen andere Messungen raus. Umgekehrt das zurückzurechnen, wird aber so sein, dass dieses Zurückrechnen etwas ist, was eine unstetige lineare Operation ist. Das heißt, da würden Sie, wenn Sie das naiv machen, hätten Sie eine unendliche Fehlerverstärkung drin. Der kleinste Messfehler könnte Ihnen das Ergebnis bereits total verschärfen. Das heißt, das ist was, womit wir umgehen müssen. Wenn wir solche beschränkten linearen Abbildungen haben, dann ist es so einfach daraus, zum Beispiel deswegen, weil die dann ja stetig sind, Summe von stetigen Abbildungen ist wieder stetig, skalare Vielfache von stetigen Abbildungen sind wieder stetig. Das heißt, der Raum der beschränkten linearen Abbildungen, der bildet wiederum selber einen Vektorraum. Das fassen wir auch noch kurz zusammen, also Definition und Satz. Der Vektorraum aller stetigen linearen Abbildungen, den bezeichnen wir auch mit so einem Schreibschrift L für linear, von x nach y, meist so einfach so in Klammern Lxy geschrieben. Das soll sein der Raum, der Vektorraum aller stetigen linearen Abbildungen von x nach y. Offensichtlich ist das ein Vektorraum und tatsächlich kann man noch mehr zeigen. Man kann nämlich zeigen, dass dieses Lxy, das ist nicht nur ein Vektorraum, das ist sogar ein normierter Vektorraum und der ist auch noch vollständig bezüglich der Norm. Das heißt, Lxy ist ein Banachraum bezüglich der folgenden Norm und die nennt man auch die sogenannte Operatornorm. Die besteht gerade darin, dass wir sagen, ja, wir haben gerade gesehen, eine stetige Abbildung. Stetige lineare Abbildung heißt, es ist eine beschränkte lineare Abbildung. Das heißt, es gibt eine Konstante, die misst, um wie viel diese Abbildung einen Vektor höchstens verlängert. Und die kleinste Konstante, die uns beschreibt, also um die ein Vektor höchstens verlängert wird, also die kleinste obere Schranke an die Verlängerung, die durch diesen linearen Operator ausgeübt wird oder ja, durchgeführt wird. Die nehmen wir gerade, die bildet gerade diese Zahlen, können wir einem Operator zuordnen, können also sagen, dieser Operator, der verlängert einen Vektor höchstens um 5, der andere verlängert einen Vektor höchstens um 3 und dann kann man nachrechnen, das ist tatsächlich eine Norm auf diesem Raum der stetigen linearen Abbildung und bezüglich dieser Norm ist der Raum auch vollständig. Also wir definieren uns die Norm eines Operators A Index Lxy, das ist der Raum, in dem wir da leben. Das soll sein die kleinste obere Schranke an die Verlängerung. Also wenn wir gucken uns an, um wie viel wird ein Vektor höchstens verlängert, was ist die Norm von Ax geteilt durch die Norm von x und nehmen uns darüber das Supremum über alle x und gleich 0 natürlich, damit wir dadurch teilen können. Und das können wir natürlich auch äquivalent schreiben, indem wir die x, die wir einsetzen, das ist ja linear, nur normierte x einsetzen. Das heißt, wir könnten an der Stelle auch einfach nur x einsetzen, die Norm 1 haben. Und dann wäre das also, wie lang ist ein Vektor, der vorher die Länge 1 hatte, wie lang ist der nach Anwendung von a höchstens? Ja, und das kennen Sie auch schon, das ist nämlich gerade die induzierte Matrixnorm, die Sie auch schon im Endlichdimensionalen kennengelernt haben. Mit dem einen kleinen Unterschied, dass bei der induzierten Matrixnorm dieses Supremum auch immer gleich ein Maximum ist, weil nämlich zum Beispiel auf der ganz rechten Seite das Supremum bei allem mit Norm x gleich 1, wenn das eine stetige Abbildung ist,
und sie sind unendlich dimensional, dann ist das einmal eine stetige Abbildung, dann ist die Menge der x mit Norm x gleich 1, also die endlich dimensionale Einheitssphäre, und die ist im endlich dimensionalen immer kompakt, weil abgeschlossen und beschränkt. Im unendlich dimensionalen wird das nicht mehr gelten, werden wir auch noch sehen. Das heißt, im unendlich dimensionalen ist nicht mehr klar, dass dieses Supremum hier wirklich angenommen wird. Es ist auch nicht mehr klar, dass dieses Supremum hier kleiner ist als unendlich. Wenn das gleich unendlich ist, hätten Sie aber gerade ja eine unstetige lineare Abbildung. Also für die stetigen linearen Abbildungen, das sind genau die, wo dieses Supremum hier kleiner ist als unendlich. Und für die ist das eben dann gerade auch eine Norm. Wir schreiben außerdem noch abkürzend, wenn das x und y der gleiche Raum ist, dann schreiben wir auch einfach L von x für die Selbstabbildung von x nach x. Und was ebenfalls noch wichtig ist, ist der Raum der Abbildung von x in dem Körper, also in R. Und den nennt man auch den sogenannten Dualraum. Wenn Sie ans Endlichdimensionale denken, dann wäre, also wenn Sie im R hoch n die Vektoren als stehende Vektoren mit n Zeilen schreiben, dann wären also die stetigen linearen Abbildungen, stetig ist immer im Endlichdimensionalen, die linearen Abbildungen vom R hoch n nach R, wären also gerade Matrizen mit einer Zeile und n Spalten. Das heißt, es wären gerade liegende n-dimensionale Vektoren. Das heißt, der Raum zu dem Raum R hoch n wäre der Dualraum, der entsprechende Raum R, ja, oben 1, n, also der liegende n-dimensionalen Vektor. Und aus dem stehenden des liegenden Vektor zu machen, wäre gerade so ein Übergang vom Raum in seinen Dualraum hinein. So einen ähnlichen Zusammenhang werden wir gleich sehen, gibt es auch im unendlich-dimensionalen. Auch da gibt es so eine Art Korrespondenz zwischen stehenden und liegenden Vektoren, und dann müssen wir eben statt den liegenden Vektoren, muss man das jetzt eben in abstrakten Vektorräumen so bezeichnen, dass wir sagen, was wir da haben im Dualraum, sind die linearen, stetigen linearen Abbildungen vom Vektorraum nach R. Beweis möchte ich ebenfalls nicht ausführlich mit Ihnen machen, wird Sie auch wieder zum Beispiel auf das Buch von Alt verweisen. Das ist jetzt ein bisschen mehr zum Nachrechnen, aber auch das geht alles straightforward. Also Vektorraum haben wir direkt gesehen, weil Summen und Skalaren Vielfache von stetigen linearen Abbildungen wieder stetige lineare Abbildungen sind. Dass das, was hier steht, tatsächlich eine Norm ist, dann müssten Sie entsprechend die Normaxiome nachrechnen. Das kriegen Sie aber leicht ausgerechnet aus diesen Ausdrücken. Und dann müsste man noch zeigen, dass bezüglich dieser Norm der Raum auch tatsächlich ein Banachraum ist, also dass der Raum vollständig ist. Also wenn Sie eine Cauchy-Folge haben von Operatoren, die bezüglich dieser Norm eine Cauchy-Folge ist, dass dann ein Grenzwertoperator existiert. Also wenn Sie eine Folge AN haben, die Cauchy-Folge ist, bezüglich dieser LXY-Norm, müssten Sie zeigen, es gibt einen Operator A, der bezüglich dieser Norm hier der Grenzwert von den ANs ist, und auch das geht relativ straightforward. Erstmal konstruieren Sie sich das A dadurch, dass Sie sagen, wenn Sie eine Cauchy-Folge haben, AN bezüglich dieser Operatornorm, dann ist auch das AN angewendet auf jedes X eine Cauchy-Folge. Das kriegen Sie sofort aus den Normeigenschaften rausgerechnet. Das heißt, für jeden Vektor X, den Sie einsetzen, konvergiert ANX in Y. Das heißt aber ANXY, also ist erstmal eine Cauchy-Folge in Y, Y ist vollständig, deswegen konvergiert es in Y. Das heißt, Ihr ANX, das konvergiert gegen irgendein Y. Und dieses Y, das nehmen Sie sich als Definition von AX, also AX konvergiert gegen ein X, dann ist ANX konvergiert gegen ein Y, und dann definieren Sie sich AX als dieses Y. Machen das Ganze für alle X, dann haben Sie sich auf die Art und Weise eine Abbildung groß A definiert. Von dieser Abbildung groß A müssen Sie noch nachrechnen, dass es linear ist. Das folgt einfach aus dieser Grenzwertdefinition, weil Summen und Skalare Vielfache mit Grenzwertbildung vertauschen. Und dann müssen Sie noch nachrechnen, dass dieses A, was da rausgekommen ist, dass das auch stetig ist. Das kriegen Sie ebenfalls aus dem Grenzwert und diesen Supremumsdefinitionen raus. Und Sie müssen nachrechnen, dass die Norm von an minus a in dieser Operatornorm auch tatsächlich gegen 0 konvergiert. Und auch das kriegen Sie leicht raus, denn hier steht sowas drin mit Supremum Norm ax. Über diese ax haben Sie es definiert. Also das klappt alles, das kann man entsprechend nachrechnen. Der nächste Satz, den wir brauchen werden als Grundlage in diesen unendlich dimensionalen Räumen, der sagt uns gerade was aus über den Zusammenhang zwischen diesem Dualraum x' und dem eigentlichen Raum x. Und das Ganze ist der Satz von Lax-Milgram, den Sie vielleicht kennen, wenn Sie schon irgendwas in Richtung partielle Differentialgleichung gehört haben, ob bei uns in der Numerik oder bei den Kollegen aus der Analysis. Das ist typischerweise einer der ersten großen Sätze, die Ihnen da begegnen, mit denen man die Existenz von Lösungen von partiellen Differentialgleichungen im schwachen Sinne zeigen kann, ist der Satz von Lax-Milgram. Den möchte ich Ihnen auch noch zusammenfassen.
Also angenommen, wir haben wieder x, wie üblich, einen Hilbertraum. Wir nehmen an, wir hätten eine bilineare Abbildung, bx kreuz x nach r. Das Ding sei stetig, symmetrisch und koerziv. Schreiben wir gleich hin, was das bedeutet. Stetige, symmetrische, koerzive Bilinearform. Das heißt also, mit symmetrisch fangen wir vielleicht an. Das Ding ist eine Bilinearform, das kriegt also einen Vektor aus x und noch einen Vektor aus x, also zum Beispiel ein U aus Groß X und ein V aus Groß X. Und symmetrisch bedeutet, es ist egal, in welcher Reihenfolge der das kriegt. Also BUV soll dasselbe ergeben wie BV, U für alle U, V in Groß X, das wäre symmetrisch. Dann stetig haben wir uns schon überlegt, so eine Bilinearform, die ist genau dann stetig, wenn sie beschränkt ist. Das heißt also, stetig bedeutet, es gibt eine Konstante, so dass Betrag BUV kleiner gleich ist, diese Konstante Norm U mal Norm V. Ich mache keinen Index zu den Normen dazu, wir haben ja nur Groß X, also die Normen, die hier stehen, ist die Groß X-Norm. Dass das gilt für alle UV in Groß X. Das heißt gerade, dass diese Bilinearform stetig ist. Und Koerzivität, das bedeutet gerade, dass ein Beta existiert, sodass wir das BUV ja nicht nur nach oben beschränkt bekommen, sondern auch nach unten beschränkt bekommen. Und zwar im folgenden Sinne, dass BUU, dass das größer gleich ist, Beta mal die Norm von U Quadrat für alle U in Groß X. Das ist das, was man Koerzivität nennen würde. Und natürlich bilinear Form, also das heißt, das klein b ist in beiden Komponenten jeweils linear. Ja, das ist etwas, was erstmal abstrakt aussieht, was aber zum Beispiel offensichtlich für ein Skalarprodukt offensichtlich erfüllt ist. Und genau dafür werden wir es gleich auch brauchen. Also wenn Sie ein Skalarprodukt haben auf einem Hilbertraum, so ein Skalarprodukt ist symmetrisch aufgrund der ja, im Reellen, also das heißt aufgrund der Skalarproduktaxiome, haben wir da immer die Symmetrie. Sie haben automatisch die Stetigkeit bezüglich der dadurch induzierten Norm, denn Sie haben die Cauchy-Schwarz-Ungleichung für jedes Skalarprodukt. Das heißt, die Stetigkeit gilt für das Skalarprodukt auch. Und Sie haben offensichtlich, oder gilt sogar einfach mit Groß C gleich 1, und Sie haben offensichtlich auch die Koerzivität, denn wenn Sie mit dem Skalarprodukt die Norm definieren, heißt das ja gerade, Skalarprodukt U, U ist das gleiche wie die Norm von U Quadrat. Das heißt, hier hätten Sie sogar einen, nicht ein ist größer gleich, sondern ist gleich und Beta gleich 1 in der Koerzivitätsbedingung drin. Also als Bilinearform können Sie sich zum Beispiel das Skalarprodukt vorstellen. Nun außerdem sagt der Satz, da braucht der Satz, dass wir ein klein l haben, eine Linearform klein l in x', also etwas aus dem Dualraum von x. Das heißt also, schreibt es mir nochmal hin, das klein l soll sein eine stetige lineare Abbildung von x nach r. Und an der Stelle, vielleicht kurz zum Sprachgebrauch, was ich hier in der Vorlesung machen werde, ist der übliche Sprachgebrauch, die Begriffe Funktion, Abbildung, Funktional, Form sind, ja, und das sind die letzten vielleicht noch weg, aber zumindest Funktional und Abbildung sind mathematisch komplett synonym. Das heißt also, es ist alles der gleiche Begriff. Jetzt haben wir aber in diesen unendlich dimensionalen Vektorräumen, es ist typischerweise so, dass wir einen Vektorraum haben, in dem Funktionen drin leben. Also wenn Sie eine Funktion ableiten wollen, dann ist das Ableiten ist etwas, was eine Funktion bekommt und daraus wieder eine Funktion macht. Wenn Sie jetzt sagen, dass, also können jetzt sagen, das Ableiten an sich ist eine Funktion von einem Funktionenraum in einen Funktionenraum. Und dann kommen Sie aber schnell durcheinander, ob das, was Sie einsetzen in die, ob Sie mit Funktion jetzt das meinen, was Sie einsetzen in die Funktion, oder meinen Sie damit jetzt das, was die Funktion kriegt, meinen Sie die Funktion, die sie einsetzt. Deswegen ist es typischerweise so, dass man verschiedene, eigentlich mathematisch äquivalente Begriffe benutzt. Also typischerweise werden Funktionen das sein, was in unserem Vektorraum lebt. Also zum Beispiel beim Ableiten haben Sie einen Funktionenraum, zum Beispiel stetig differenzierbare Funktionen, die können Sie ableiten. Als Abbildung oder auch Operator bezeichnen wir dann das, was aus einer Funktion wiederum eine andere Funktion macht. Und die Begriffe Funktional und Form, die nimmt man typischerweise dann, wenn das, was am Ende rausgekommen ist, in R liegt. Ist aber alles mathematisch genau das Gleiche, ist wirklich nur für den Sprachgebrauch, um den besseren Überblick zu
behalten. Also Sie könnten auch statt koerzive Bilinearform einfach sagen, eine bilineare Abbildung oder ein bilinearer Operator, der nach R geht. Oder was habe ich noch vergessen, eine bilineare Funktion von x kreuz x nach R. Wäre alles mathematisch das Gleiche. Ja, also angenommen, wir wären in so einem Fall, wir hätten also so eine stetige symmetrische koerzive Bilinearform, also zum Beispiel das Skalarprodukt. Angenommen, wir hätten da etwas aus dem Dualraum, dann gilt auch im unendlich-dimensionalen das, was anschaulich im endlich-dimensionalen das Aufrichten eines liegenden Vektors ist. Statt einen liegenden Vektor als Matrix mit einem stehenden Vektor mal zu nehmen, könnten Sie auch einfach sagen, Sie richten den liegenden Vektor auf und nehmen ihn als stehenden Vektor im Skalarprodukt mal mit dem anderen Vektor. Da kommt genau das Gleiche raus, nämlich Eintrag mal Eintrag und dann aufsummiert. Dasselbe gilt im Unendlichdimensionalen auch. Auch da gibt es eine 1-zu-1-Beziehung zwischen dem Dualraum und dem ursprünglichen Raum. Anstatt nämlich in dieses L, in diese Abbildung von x nach r, einen Vektor einzusetzen, stattdessen könnten Sie diesen Vektor auch einfach multiplizieren mit einem anderen Vektor. Das heißt, zu jedem kleinen L in groß x' existiert genau ein, das gerade mal Screenshot. Das heißt, zu jedem kleinen L in diesem Dualraum H' existiert, und die Aussage von Lax-Milgram, dann existiert genau ein Element im Hilbertraum, genau ein klein u in Groß X, das Ihnen dasselbe macht wie das klein L drauf anzuwenden. Also anstatt klein L auf ein V anzuwenden, könnten Sie auch das u in Skalarprodukt oder hier in der Formulierung noch in der Bilinearform mit dem V verknüpfen. Also es existiert ein U, sodass BUV gleich L von V ist für alle V in X. Das heißt, sämtliche stetigen linearen Abbildungen könnten Sie auch über diese Bilinearform schreiben. Oder mit Bilinearform gleich dem Skalarprodukt, das Ganze im Endlichdimensionalen, alle Dinge im Dualraum, alle liegenden Vektoren könnten Sie auch, also das Ding anzuwenden als Matrix auf einen stehenden Vektor wäre dasselbe, wenn Sie den liegenden Vektor einfach aufrichten als stehenden Vektor und entsprechend das im Skalarprodukt miteinander mal nehmen. Mehr noch, es gibt nicht nur zu jedem kleinen L ein kleinen U, was letztlich das Gleiche macht mit so einem V, wenn wir es in Bilinearform mit reinschreiben, sondern dieses U hängt auch stetig und linear von dem L ab. Also U hängt stetig und linear von klein l ab. Da stetig davon abhängt, ist das linear von klein l abhängt, das ist äquivalent dazu, dass es beschränkt von l abhängt, die Stetigkeit. Also das heißt, genauer, wir wissen, dass die Norm von u, treffe ich doch mal dazu, das u lebt im Raum groß x, die ist kleiner gleich einer Konstante mal die Norm von klein l in dem Raum, wo eben das klein l lebt. Das klein l lebt im Raum x' und die Konstante, die ist tatsächlich gerade, können Sie dadurch abschätzen, dass es kleiner gleich 1 durch der Koerzivitätskonstante ist. Und es gilt noch ein bisschen mehr, das werden wir an einer Stelle mal brauchen. Sie können nämlich sich dieses klein u, das können Sie sich dadurch konstruieren, das machen Sie tatsächlich im Beweis auch so, dass das u ist das eindeutige Minimum von dem folgenden Funktional. U ist das eindeutige Min von dem Funktional j, was einen Vektor x kriegt, nach r geht, also ein Ding aus dem Hilbertraum kriegt, nach r geht, und zwar gerade so definiert ist, dass jv gleich ist 1/2 bvv minus l angewendet auf v. Ja, wenn Sie partielle Differentialgleichung schon gehört haben oder in die Richtung von mehreren von partiellen Differentialgleichungen schon gehört haben, kennen Sie den Satz schon. Ansonsten sollten Sie ihn sich einmal selber bewiesen haben. Das ist machbar, das ist ein bisschen Arbeit, aber es ist durchaus was, was man als Übungsaufgabe machen kann, zumindest wenn man ein, zwei Tipps dazu kriegt. Und so werden wir das entsprechend machen. Wir stellen Ihnen den als eine der ersten Übungsaufgaben. Ich glaube, auf Blatt 2 ist der drauf. Ich glaube, Blatt 1 waren, wenn ich mich recht erinnere, nur die binären Optionen und da die Abschätzung, und auf dem Blatt 2 haben Sie dann als Übungsaufgabe den Satz von Lax-Milgram einmal selber zu beweisen. Ja, an der Stelle noch eine Anmerkung. Dieses Funktional, dieser Zusammenhang zwischen BUV gleich L von V für alle V aus X und diesem Funktional, was da minimiert wird, dahinter steckt tatsächlich eine höhere
Weisheit, nämlich die, dass sie auch im Unendlich-Dimensionalen sich natürlich einen Ableitungsbegriff definieren können. Das ist dann die sogenannte Fréchet-Ableitung. Auch im Unendlich-Dimensionalen gilt dann, dass wir ein Funktional, wenn sie da ein Minimum haben, dann müssen an diesem Minimum alle Richtungsableitungen gleich 0 sein. Und tatsächlich ist das, was hier steht, dieses BUV gleich LV, das sind gerade, wenn Sie den Begriff der Fréchet-Ableitung kennengelernt haben, wenn Sie Rechenregeln kennen für die Fréchet-Ableitung, dann ist diese Gleichung BUV gleich LV. Bedeutet gerade, dass die Richtungsableitung von J in U in Richtung V gleich 0 ist. Das heißt, es gibt tatsächlich so ein höheres Prinzip, warum dieses Bilinearform gleich Linearform-Geschichte etwas damit zu tun hat mit dem Minimum von dem Funktional. Die brauchen Sie aber für den Beweis gar nicht. Sie können es im Beweis auch einfach selber nachrechnen für diesen sehr einfachen Fall. Ja, die Folgerung von Lax-Milgram, die wir hier in dieser Vorlesung brauchen werden, die ist, dass wir als Bilinearform, ich habe es ja die ganze Zeit schon dazu gesagt, auch einfach das Skalarprodukt von dem Hilbertraum nehmen können. Und mit dieser Wahl nennt man den Satz von Lax-Milgram auch den Satz von Ries. Also Bemerkung, Teil A erstmal wählt man als Bilinearform BUV einfach das Skalarprodukt UV im Hilbertraum X. So sind die Voraussetzungen von Lax-Milgram offensichtlich erfüllt. Ja, das bedeutet, wir haben auch im Unendlichdimensionalen das, was ich im Endlichdimensionalen jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, mit dem liegenden Vektor aufrichten zu einem stehenden Vektor. Das heißt also, für jede Linearform, also für jedes Element klein l, im Dualraum x' für jede lineare Abbildung, stetige lineare Abbildung von x nach r existiert ein Element in Groß X, nennen wir das Xi, das griechische X in Groß X, sodass ja, das L von x, also wenn Sie irgendein L, nehmen Sie das L und dann irgendein x einsetzen, dann hätten Sie stattdessen auch einfach das x einsetzen können in die Bilinearform mit dem Groß Xi. Und die Bilinearform ist jetzt einfach das Skalarprodukt. Das heißt, statt das L anzuwenden als lineare Abbildung auf das X, hätten Sie auch das Xi im Skalarprodukt anwenden können auf das X. Also das Skalarprodukt, das X-Skalarprodukt, Groß X-Skalarprodukt zwischen Xi und klein x, das, was da rauskommt, ist genau dasselbe wie klein l von x. Das heißt also, zu jedem Element im Dualraum finden Sie ein Element im ursprünglichen Hilbertraum, was letztlich genau das Gleiche macht, nur eben dann nicht als lineare Abbildung, sondern im Skalarprodukt zusammengeschrieben. Das heißt also, Sie haben eine Zuordnung, dass Sie jedem Element im Dualraum zuordnen können, entsprechend Ihr Element im ursprünglichen Raum. Und diese Zuordnung geben wir deren Namen, nennen wir die Jota. Das heißt also, Jota, du könntest jedem Ding aus x' zuordnen, das entsprechende Ding aus Groß X. Also Jota kriegt diese lineare Abbildung in Groß x', dieses Ding aus dem Dualraum, und macht daraus das Xi, das eindeutig existierende Xi, was bei Lax-Milgram rauskommt. Also es macht zu jeder linearen Abbildung den Vektor, der entsprechend im Skalarprodukt dasselbe machen würde mit dem x wie die lineare Abbildung, also zu dem Endlichdimensionalen aus dem liegenden Vektor den stehenden Vektor machen würde. Diese Abbildung von x' nach x, die existiert erstmal, sagt Lax-Milgram. Und Lax-Milgram sagte noch mehr, der sagt ja auch, dass das Xi stetig und linear von dem L abhängt. Also das heißt, dieses Jota hier ist stetig und lineare Abbildung von x' nach x. Also wir haben eine stetige lineare Abbildung vom Dualraum in den ursprünglichen Hilbertraum. Und noch mehr gilt, das Ding ist nämlich auch invertierbar. Und auch das ist leicht zu zeigen. Denn außerdem gilt ja, wenn wir das jetzt umgekehrt machen würden, dann könnten wir für alle Xi in Groß X, könnten wir jetzt uns überlegen, gibt es auch zu einem Xi aus Groß X, gibt es dazu auch ein Ding im Dualraum, also ein klein l in Groß X', was dasselbe macht mit einem kleinen x, also so, dass l von x gleich Xi, x ist. Und offensichtlich gibt es das, weil Sie können sich einfach darüber das l von x definieren. Also außerdem können Sie sagen, für alle Xi in x ist klein l von x Doppelpunkt gleich
Xi, Komma, x ein Skalarprodukt, das wollte ich hier mal in runden Klammern schreiben. Also Lx, also für alle Xi in Groß X definiert die Vorschrift klein L von x soll sein Xi, x für alle x in Groß X. Das definiert uns sicherlich erstmal eine Abbildung klein L von x nach Groß R und Sie rechnen sofort nach, dass das Ding auch eine lineare Abbildung ist. Also klar, L ist außerdem linear. Und L ist außerdem auch stetig. Rechnen wir direkt die Norm aus. Wir wissen, ja, stetig ist für dieses Supremum, was in der Normdefinition drin vorkommt, kleiner ist als unendlich. Also L in der x-Norm wäre ja gerade das Supremum Betrag L von x durch die Norm von x, x ungleich 0, schreiben das ganz ordentlich, weil wir es ja gerade erst eingeführt haben. Also wir gucken uns an, gibt es eine Konstante, die uns steuert, die uns beschränkt, wie stark das L einen Vektor höchstens verlängert. Also gibt es dieses Supremum hier und das L von x war ja gerade so definiert, dass es das Supremum ist, x ungleich 0. L von x war so definiert, dass es gerade Xi, x war, geteilt durch Norm x. Ja, und mit Cauchy-Schwarz müsste das also entsprechend gerade kleiner gleich oben der Zähler Norm Xi mal Norm x sein. Kürzt sich Norm x weg, bleibt stehen gerade die Norm von Xi. Und umgekehrt, wenn Sie aber als x gleich Xi einsetzen, hätten Sie oben Norm Xi zum Quadrat geteilt durch die Norm von Xi, wäre also gleich Norm Xi. Das heißt, das Supremum ist nicht mal kleiner gleich Norm Xi, das Supremum ist tatsächlich gleich Norm Xi. Also das heißt, hieraus folgt, dass das klein L auch stetig ist. Also L ist eine stetige lineare Abbildung von x' nach R. Und es folgt daraus, dass die Norm von L, jetzt darf ich das hinschreiben, die Norm von L, jetzt weiß ich, dass es im entsprechenden Raum lebt, also die Norm von L im Raum, Entschuldigung, das ist eine stetige lineare Abbildung von x nach R, also ein Element des Dualraums. Dieses Ding ist gleich x' und die Norm von L, die x'-Norm von L, die ist entsprechend dieses Supremum hier, ist also gleich die Norm von Xi. Also was wir damit gezeigt haben, ist, dass dieses Jota ist nicht nur eine stetige lineare Abbildung, sondern dieses Jota hat auch noch eine stetige lineare Inverse und die Norm ist die gleiche. Und zwar egal, also Jota auf minus 1 hält die Norm gleich. Dann muss natürlich dann auch Jota die Norm gleich halten. Das heißt also, dieses Jota, was wir hier haben, das ist dann tatsächlich ein isometrischer Isomorphismus. Also daraus folgt, Jota hoch minus 1 ist stetig und linear. Und Jota hoch minus 1 von Xi ist gleich Norm Xi. Und das heißt also, unser Jota ist ein isometrischer, normerhaltender Isomorphismus. Und das heißt, wenn es Ihnen nur um Vektorraumeigenschaften geht und um Längeneigenschaften geht, können Sie x und x' können Sie beliebig zwischen diesen beiden Räumen hin und her springen. Der Hilbertraum und sein Dualraum sind immer isometrisch isomorph zueinander. Und diese Tatsache nennt man dann typischerweise auch den Riesch'schen Darstellungssatz. Und in der Literatur ist es nicht ganz einheitlich. Man beweist man den Riesch'schen Darstellungssatz und folgert daraus Lachs-Milgram. Dann ist der Beweis, mit dem Sie jetzt Lachs-Milgram beweisen, den schreiben Sie einfach für das Skalarprodukt hin. Dann haben Sie entsprechend den Riesch'schen Darstellungssatz direkt bewiesen. Oder umgekehrt, man beweist erst Lachs-Milgram und folgert dann daraus den Riesch'schen Darstellungssatz. Das werden Sie in beiden Richtungen finden. Also das wäre der Riesch'sche Darstellungssatz.
Ja, also das heißt, Sie können zwischen dem Hilbertraum und seinem Dualraum können Sie beliebig hin und her springen. Dabei ändert sich nichts an den Vektorraumeigenschaften, dabei ändert sich nichts an den Normeigenschaften. Wie ist es mit dem Hilbertraumeigenschaften? Nun, x' ist erstmal nur normierter Raum. Als Banachraum von der stetigen linearen Abbildung von x nach r hat er erstmal nur eine Norm, aber kein Skalarprodukt. Aber Sie können dem Raum sogar auch ein Skalarprodukt geben. Das können Sie nämlich einfach dadurch machen, dass Sie sagen, Sie definieren sich als Skalarprodukt in x'. Da hätten Sie also zwei lineare, stetige lineare Abbildungen, L1 und L2, die beide aus x' kommen. Und dann definieren Sie sich das Skalarprodukt einfach dadurch, dass Sie sagen, Sie springen mit diesen linearen Abbildungen, springen Sie erst zurück in den Hilbertraum und nehmen dort entsprechend das Skalarprodukt. Also im Endlichdimensionalen würde das bedeuten, Sie können auch den n-dimensionalen liegenden Vektoren, können Sie ein Skalarprodukt zuordnen, einfach indem Sie sagen, Sie richten diese Vektoren erst auf und multiplizieren sie dann miteinander, also einen Tag mal einen Tag und aufsummiert. Und das gibt Ihnen dann natürlich auch genau so ein Skalarprodukt auf den liegenden n-dimensionalen Vektoren. Also in Formeln hätten wir Skalarprodukt L1 und L2 wäre definiert als Jota von L1, dann wären wir im Hilbertraum x und Jota von L2, dann hätten wir zwei Elemente aus dem Hilbertraum Groß X und da könnten wir miteinander das Skalarprodukt bilden. Und dann können Sie sich leicht überlegen, dass damit das dann tatsächlich auch zu einem Hilbertraum wird. Also mit dieser Definition wird H' sogar zum Hilbertraum. Ja, der Satz von Ries ist für uns unter anderem deswegen wichtig, weil es bedeutet, dass wir im Unendlichdimensionalen eben dann auch von adjungierten Operatoren sprechen können. Das haben Sie in der linearen Algebra ausführlich gesehen. Sie wussten, wenn Matrizen symmetrisch sind im Reellen, also selbst adjungiert, dann sind sie selbst adjungiert in dem Sinne, dass wir sie im Skalarprodukt auf den anderen Vektor rüberziehen können, ohne dass sich was dran ändert. Und diese selbst adjungierten Matrizen, die hatten dann viele schöne Eigenschaften, hatten zum Beispiel reelle Eigenwerte und all solche Dinge. Das sind Dinge, die wir hier auch ausnutzen können im Unendlichdimensionalen. Und diesen adjungierten Operator, den gibt es erstmal wegen dem Riesschen Darstellungssatz. Also Teil C von der Bemerkung, angenommen, wir haben einen Operator Groß A, der geht von x nach y. Wenn ich jetzt so ein Skalarprodukt habe, wo das A drin vorkommt, also zum Beispiel AX, Y, AX ist ein Vektor in Y multipliziert im Skalarprodukt mit irgendeinem kleinen Y, dann würde ich das A gerne rüberziehen im Skalarprodukt, um die entsprechenden Geschichten aus der linearen Algebra auch im Unendlichdimensionalen machen zu können. Das heißt, ich suche etwas, was ich dann A Stern Y nennen kann, was also multipliziert mit dem kleinen x dasselbe ergibt wie x, AY. Und das kriegen wir ebenfalls hin mit dem Satz von Ries, denn wir wissen ja, dass wann immer wir irgendein klein y haben, x klein y aus groß y, ist der Ausdruck ax, y, den möchten wir jetzt gerne, möchte ich jetzt gerne umschreiben in ein x, a Stern y. Und dafür muss ich aber sagen, was ist a Stern y? Und das machen wir jetzt so, dass wir sagen, a Stern y ist das, was mit x multipliziert, dasselbe ergibt wie ax, y. Das heißt also, wir fassen das, was hier steht, für ein festes y fassen wir auf als eine Funktion von x. Dann ist das offensichtlich eine stetige lineare Abbildung, denn also linear, weil das a linear ist und Skalarprodukt linear ist, stetig, weil das a stetig ist, weil das Skalarprodukt stetig ist. Das heißt, das, was hier steht, ist, wenn wir das L nennen, für jedes y, L groß y, ist dieses Ding eine stetige Linearform. Also das heißt, das ist ein klein L in Groß X'. Naja, und jetzt wissen wir, Satz von Ries, Riesscher Darstellungssatz, beziehungsweise Lax-Milgram im Skalarprodukt als Bilinearform. Zu jeder stetigen Linearform existiert ein Vektor, der dasselbe gemacht hätte im Skalarprodukt. Das heißt also, es existiert auch ein Vektor Xi in Groß X, der macht dasselbe wie das Klein X. Was heißt, der macht dasselbe? Nun, das heißt, das Xi, X ist ja symmetrisch. Ich schreibe Ihnen das gleich etwas suggestiv auf die rechte Seite, x, xi im x-Skalarprodukt würde also dasselbe machen wie klein l angewendet auf x. Und klein l angewendet auf x haben wir uns gerade definiert
ist ax, Komma y im Groß Y Skalarprodukt. Das heißt, es gibt einen Vektor, den Sie mit x multiplizieren könnten, und dann käme dasselbe raus wie ax, Komma y zu multiplizieren. Und dieser Vektor, der ist unabhängig von x, also dieser Vektor, der hängt nur von dem y ab. Y war ja fest gewählt, von dem y, das L, was hier steht, hängt natürlich von dem Groß A ab, von dem y ab. Das heißt aber, das heißt, dieses Xi, was hier rauskommt, das hängt dann am Ende von Groß A ab und von y ab, aber es hängt nicht von x ab. Es funktioniert für alle x. Das heißt, mit diesem Groß Xi, damit können Sie sich jetzt A Stern definieren. Das heißt, wir definiere damit A Stern. Das heißt, A Stern kriegt jetzt unser klein y aus Groß Y und macht daraus dieses Xi, also macht daraus etwas im Groß X. Und zwar ordnet das A Stern Y, das kriegt das Y und macht daraus dieses Xi, was hier rausgekommen ist. Und dann kann man sich leicht überlegen, dass dieses A Stern, was da rausgekommen ist, das ist wieder ein stetiger linearer Operator. Also Linearität rechnen Sie direkt nach, indem Sie Y1 und Y2 geben. Ein Skalarprodukt ist linear. Diese Zuordnung aus Lax-Milgram war linear, also ist insgesamt linear. Und aus demselben Grund ist das Ganze stetig, denn das Zusammenschreiben in Skalarprodukt ist eine stetige Geschichte. Also der Übergang von Y auf L ist stetig, der Übergang von L auf Xi ist stetig, also ist insgesamt das A-Stern stetig. Dann folgt also A-Stern ist auch wieder eine stetige lineare Abbildung von Y nach X. Und es gilt das, was wir gerne hätten, wie wir es auch im Endlichdimensionalen haben für affinierte Operatoren, dass nämlich AX, Y im Groß-Y-Skalarprodukt ist dasselbe, wie wenn Sie das A anschaulich gesprochen rübergezogen haben im Skalarprodukt vom x auf das y, also x A Stern y im Skalarprodukt in x. Diese Geschichte gilt dann für alle x in Groß-X, alle y in Groß-Y. Ja, und dann kann man sich noch überlegen an die üblichen Rechenregeln dazu. Da werden uns noch welche begegnen später bei den unbeschränkten Operatoren. Da folgen dann auch automatisch die für die beschränkten Operatoren draus. Was man sich hier aber schon leicht überlegen kann, ist, dass wenn Sie das Ganze dann nochmal machen, also Sie rechnen sich A Stern Stern aus, das wäre dann ja gerade wieder eine stetige lineare Abbildung von x nach y. Und dann sehen Sie schon an dieser Gleichung, die hier unten steht, die ja letztlich alles festlegt, dass wenn Sie, dass das A auch das der Adjungierte zu A Stern ist. Das heißt, man zeigt leicht, dass A Stern Stern dann auch tatsächlich wieder das ursprüngliche A ist. Also man zeigt leicht A gesternt, adjungiert, nochmal gesternt, das ist gleich A. Und Sie haben in der linearen Algebra kennengelernt, wenn Sie endlich dimensionale Räume haben, entsprechend das A durch eine Matrix beschreiben und Sie sind im Reell, dann bedeutet dieses Stern, also das Adjungieren, ist einfach dasselbe wie die Matrix zu transponieren, also an der Hauptdiagonale zu spiegeln. Ja, was wir außerdem noch was außerdem noch nützlich für uns sein wird, ist uns zu überlegen, dass wenn wir einen Hilbertraum haben, was ist dann mit Unterräumen von dem Hilbertraum. Also insbesondere werden wir das brauchen, um das erste Problem dieser Schlechtbestelltheit von den inversen Problemen anzugehen, nämlich was machen wir, wenn wir keine Lösung haben. Das heißt also, wenn wir ax gleich y zum Beispiel lösen wollen, dass y gar nicht im Bildraum von A ist, das heißt, der Bildraum von A ist gar nicht der ganze Vektorraum groß y, wo unsere Daten herkommen, sondern es ist nur ein Teilraum. Dann ist die Frage, hat dieser Teilraum, der hat ja natürlich auch ein Skalarprodukt, aber ist der auch ein Hilbertraum? Und das ist der Fall, allerdings braucht das als Voraussetzung, dass dieser Unterraum auch abgeschlossen ist. Also Satz ist, angenommen, wir haben einen Unterraum V von unserem Hilbertraum X, also ist V-Teilmenge X ein abgeschlossener Unterraum, also selber wieder ein Vektorraum bezüglich der Vektorraumoperationen abgeschlossen und abgeschlossen bezüglich der Norm. Das heißt, wenn Sie eine konvergente Folge haben in V, dann, also wenn Sie eine konvergente Folge haben, wo jedes Folgenglied in V liegt, dass dann auch der Grenzwert dieser Folge auch in V liegt. Und wenn das der Fall ist, wenn Sie so einen abgeschlossenen Unterraum haben, dann ist V, wenn Sie V einfach dasselbe Skalarprodukt geben, wie Sie in x haben, also V mit dem x-Skalarprodukt ausgewiesen.
ebenfalls ein Skalarprodukt haben und S vollständig bezüglich der davon induzierten Norm. Das heißt, V ist mit dem Skalarprodukt selbst auch ein Hilbertraum. Und der Beweis geht ganz schnell, denn klar, wenn Sie die Skalarprodukteigenschaften nachrechnen wollen, die Skalarproduktaxiome, müssten Sie dann nachrechnen, dass die auch für alle Elemente aus V gelten. Die gelten aber schon für alle Elemente aus X. Die Dinge aus V sind eher weniger als mehr, also sind enthalten in denen von X. Das heißt, wenn es für alle Elemente aus Groß X gilt, dann gilt es insbesondere auch für die Elemente aus Groß V. Also klar, das X-Skalarprodukt ist auch ein Skalarprodukt in V. Vollständigkeit müssten Sie noch zeigen, naja, aber auch die ist klar, denn wenn Sie in V eine Folge haben, eine Cauchy-Folge haben, dann ist das die bezüglich der Norm, die durch dieses Skalarprodukt kommt. Dann ist das also auch eine Cauchy-Folge in X, also angenommen Cauchy-Folge in V haben Sie, die ist auch Cauchy-Folge in Groß X. Groß X ist aber ein Hilbertraum. Das heißt, es existiert ein Grenzwert dieser Cauchy-Folge. Und wenn wir da vorausgesetzt haben, dass das V abgeschlossen ist, haben wir jetzt also eine Folge, die konvergiert. Und wir wissen die Grenzwerte jeder konvergenten Folge, die komplett im V verlaufen. Da muss auch der Grenzwert im V verlaufen. Das haben wir hier also muss der Grenzwert auch im V liegen. Daher existiert Grenzwert und dieser muss wegen Abgeschlossenheit in V liegen. Und damit hätten wir also gezeigt, V ist auch vollständig, also V ist ein Hilbertraum. Ja, und jetzt haben wir alles zusammen, um noch einen etwas technischen Satz anzuschreiben und zu beweisen, wo es nämlich gerade, der uns nämlich gerade nützlich sein wird, in dem Moment, wo wir so ein Problem ax gleich y bestmöglich lösen wollen. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten das Problem ax gleich y und es wäre nicht exakt lösbar. Weil das ax, da kommt eben nicht alles raus in unserem Raum. Also ax wäre ja ein linearer Unterraum von unserem ganzen Raum groß y. Stellen wir uns das vor, ein zweidimensionaler, also groß y wäre das zweidimensionale, dann wäre ein nicht trivialer Unterraum, also etwas eindimensionales. Also ax könnte zum Beispiel alles sein, was auf so einer Geraden liegt. Angenommen, Sie hätten jetzt also der perfekte Messung, die müsste also hier auf der Geraden liegen und dann könnten Sie irgendwie zurückrechnen, was das x dazu ist. Jetzt haben Sie aber in der realen Welt keine perfekte Messung, Sie haben ein bisschen Messfehler und Sie haben zum Beispiel das Ding hier gemessen. Also hier diesen roten Punkt. Dann wäre eine naheliegende Geschichte, um zu sagen, also das können Sie natürlich sagen als Mathematiker, es hat halt eben keine Lösung, weil der rote Punkt liegt nicht auf der schwarzen Linie. Aber dann kommen Sie in der Praxis natürlich nicht weiter. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Patienten in den Computertomographen reingesteckt, der hat ein paar kleine Messfehler drauf. Dann haben Sie da entsprechend ein großes lineares Gleichungssystem zu lösen, um das Bild des Inneren des Patienten zu berechnen. Und dann sagen Sie als Mathematiker, das Problem hat eben einfach gar keine Lösung. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend, weil der Patient war ja da, ist durchgemessen worden. Der Patient sieht auf eine gewisse Art und Weise im Inneren aus. Die ist eben nur, also das Problem, dass Ihr Gleichungssystem keine exakte Lösung besitzt, ist ein mathematisches Problem und kein reales Problem. Dann wird Ihnen jeder Arzt und jeder Ingenieur wird Ihnen sagen, naja, wenn es keine mathematisch exakte Lösung gibt von ax gleich y, gibt mir halt eine Lösung, wo ax so ungefähr y ist, wo ax möglichst nah dran liegt an y. Das heißt, wenn wir hier unseren Range von a haben als endlich dimensionalen Unterraum des R2, der Tafelebene entsprechend und Sie hätten da Ihre Messung, die nicht in Range von A drin liegt, also ein Y, was nicht in Range von A drin liegt, dann wäre es naheliegend, das X so zu wählen, dass Sie sagen, das AX soll möglichst nah an dem Y dran liegen. Also zum Beispiel hier liegen. Wir haben hier ein AX, was möglichst nah dran liegt an y. Und da würden Sie wahrscheinlich sagen, das würden Sie akzeptieren, dass dieses x eine gute Lösung ist von ax gleich y, auch wenn es eben nicht die exakte Lösung ist. Was müssten Sie dafür machen? Sie müssten das y senkrecht auf den Range von a projizieren. Das heißt, wir bräuchten orthogonal
Projektionen im endlich-dimensionalen kennen Sie die und die könnte man sich entsprechend auch, da brauchen wir es entsprechend auch im unendlich-dimensionalen. Also überlegen wir uns, was ist eine Orthogonalprojektion im unendlich-dimensionalen Definition und Satz. Angenommen, wir haben einen Unterraum und auf den möchten wir gerne orthogonal projizieren. Denken Sie zum Beispiel an Range von A. Also sei V in X ein Unterraum. Dann möchte ich gerne definieren eine Orthogonalprojektion auf V und ich schreibe das erstmal hin. Ein paar Kleinigkeiten werde ich gleich noch ändern müssen. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie im Skript parallel mitlesen, dass ich nicht genau das gleiche hinschreibe. Das wird am Ende sehen wir dann, warum ich das noch abändern muss und nach dem Abändern wird es dann genauso aussehen wie im Skript. Also angenommen, wir haben irgendeinen Unterraum von Groß X, dann definieren wir uns den folgende Abbildung und ich möchte gerne projizieren auf diesen Unterraum. Und das heißt, ich definiere mir eine Abbildung, die hängt ab von dem Unterraum, nennen wir sie also PV. Die soll sein eine stetige lineare Abbildung. Werden wir uns überlegen müssen, warum das eine stetige lineare Abbildung ist. Und das definieren wir uns dadurch, dass wir sagen, dass PV kriegt ein x aus Groß X und soll daraus machen ein V für klein x in Groß X, wobei wir dieses V gerade so wählen, denken Sie an das Bild von der letzten Folie, dass das V, klein v in Groß V drin liegt und aber nahestmöglich an dem X dran liegt. Das heißt, das V soll sein einer der Minimierer, also ein Argument, ein Argmin, ein Minimierer des Funktionals X minus V Schlange unter allen V Schlanges in Groß V, also das Klein-V soll in Groß-V drin sein und unter allen anderen V-Tildes, die auch noch in Groß-V drin sind, soll das Klein-V eines von denjenigen, wer weiß, ob das eindeutig ist, werden wir uns überlegen müssen, eines von denjenigen sein, die nahestmöglich an dem X dran liegen. Also auf der Folie eben wäre entsprechend die Tilde V, wäre alles auf der Range von A-Linie und das, was wir uns daneben in dem Range von A, wäre dieser grüne Punkt, der nahestmöglich an dem Y heißt es hier. Dran liegt. Ja, dann heißt dieser Ausdruck, der heißt, also PV, das Ding heißt orthogonale Projektion auf Groß V. In der Definition selber steht erstmal gar nichts von orthogonalen drin. Also ob das irgendwas mit senkrecht zu tun hat, werden wir gleich noch sehen. Aber von der Anschauung her wissen wir schon, dass der Punkt, der an dem Unterraum und der Punkt auf der Gerade, der nahestmöglich an so einem anderen Punkt dran liegt, den würden wir gerade dadurch bekommen, dass wir orthogonal in Richtung des Unterraums gehen. Ja, außerdem definieren wir uns den folgende Menge, V senkrecht, das wird ja was damit zu tun haben mit dieser Produktprojektion. Das definieren wir uns gerade als diejenigen Elemente, die auf V senkrecht stehen, also diejenigen x in Groß X, für die gilt, x steht senkrecht auf allem, was in V ist. Das schreibt man auch kurz als x, Groß V gleich 0. Und damit ist gemeint mit dieser Schreibweise x, also wenn ich am Skalarprodukt den ganzen Vektorraum einsetze und sage, dass das gleich 0 ist, dann soll das einfach eine abkürzende Schreibweise dafür sein, dass ich hier alle x aus Groß X habe, für die gilt, dass x klein x mit jedem klein v aus Groß V zusammen gleich 0 ergibt, also auch senkrecht steht auf jedem klein v in Groß V. Diesen Raum nennen wir das sogenannte orthogonale Komplement von V. Wir werden gleich sehen, das ist auch tatsächlich ein Komplement. Ja, dann gelten die folgenden Aussagen. Also wir haben, senken wir das nochmal ein, dann gilt Teil A. Unser V ist die Projektion auf Groß V von unserem Vektor x, genau dann, wenn. Ja, und jetzt würde ich Ihnen gerne sowas hinschreiben, wenn Sie daran denken, wie das vorhin auf dem Bild war. Da war dieser Punkt, der nahestmöglich dran lag. Der lag erstmal auf ja, der Menge, auf die projiziert wurde. Und natürlich soll das V in Groß V liegen. Und
Also das Bilddenken, der Punkt war gerade so, dass die Verbindungsgerade zwischen diesem Punkt in Range von A und diesem Y außerhalb, die dabei die Verbindungsgerade, die stand gerade senkrecht auf dem Range von A. Ich bin gerade senkrecht auf den projizierten Raum zugelaufen. Das heißt also V minus x, die Verbindungsgerade von x nach V, die wäre gerade senkrecht auf allen Elementen aus Groß V, würden wir anschaulich erwarten. Also V minus x wäre im orthogonalen Komplement von V drin. So wäre, würde das gerade unserer Anschauung entsprechen aus dem Bild, was ich Ihnen gemalt habe. Das gilt auch fast so. Das fast so ist eine Feinheit, die auch wieder erst im unendlichdimensionalen auftaucht. Im endlichdimensionalen sind alle Unterräume automatisch auch abgeschlossen. Alle Unterräume sind automatisch vollständig. Wissen Sie, alle Normen sind zueinander äquivalent bezüglich jeder Norm. Sind vollständige Räume, also im endlichdimensionalen haben sie die Vollständigkeit immer gegeben. Wenn sie eine konvergente Folge haben in einem endlichdimensionalen Teilraum, dann ist Konvergenz in diesem endlichdimensionalen Teilraum auch einfach Konvergenz in jeder einzelnen Komponente und sie haben nur endlich viele, also entsprechend konvergieren sie dann auch insgesamt. Im unendlichdimensionalen können neue Effekte auftreten. Insbesondere ist es im unendlichdimensionalen so, dass Unterräume nicht mehr automatisch abgeschlossen sind. Tatsächlich wird es bei den Operatoren, die wir haben, wird Range von A typischerweise nicht abgeschlossen sein. Das heißt also, es gibt einen Unterschied zwischen dem Unterraum und seinem Abschluss. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, das ist was, das können Sie sich im Endlichdimensionalen nicht vorstellen, weil immer wenn Sie sich was Endlichdimensionales aufmalen, ist es automatisch abgeschlossen. Aber tatsächlich wird diese Projektion, die wir hier hinkriegen, die werden es immer nur schaffen, auf den Abschluss von einem Raum zu definieren. Das heißt, diese Aussage, die wir hier haben, die gilt im Unendlichdimensionalen mit der Feinheit, dass das V nur noch in V quer drin leben wird und entsprechend nur das orthogonale Komplement von V quer, da werden wir sehen, das können wir gleich wieder streichen, leben wird. Und dementsprechend, damit wir das nicht vergessen, nennen wir die Projektion auch nicht die auf die Projektion auf V, denn sie projiziert, sie schafft es eben leider nicht auf ein Element von Groß V zu projizieren, sondern sie wird es nur schaffen auf ein Element von V quer, von dem Abschluss von V, also V zusammen mit den Limitiers sämtlicher konvergenter Folgen in V zu projizieren. Deswegen muss ich nochmal zurück in der Folie. Das heißt, ich muss hier nochmal zurück in die Definition und in der Definition entsprechend PV quer das Ding nennen. PV quer x ist gleich V, wobei das V dieses Argmin hier ist, und da ist, kommt eben gerade das Problem her, dieses Funktional hier x minus v Tilde, das nimmt sein Minimum unter Umständen gar nicht an in v, sondern es nimmt sein Minimum nur an in v quer. Das heißt, ich muss diese Minimierung hier machen über alle v Tilde in v quer. Und entsprechend habe ich pv quer ist dann die orthogonale Projektion auf, ja, entweder auf v quer, aber da es die auf v ohne v quer nicht gibt, heißt, nennen wir die weiterhin orthogonale Projektion auf V beim orthogonalen Komplement, das lassen wir alles so und entsprechend hätten wir dann hier wieder das, hat sich das jetzt mit geändert? Ja, hat sehr schön. Hätten wir dann hier diese Aussage mit dem V-Quer drin. Mit dem V-Quer drin gilt sie dann aber, das werde ich Ihnen gleich beweisen. Und insbesondere wissen wir damit schon sehr viel über das PV-Quer. Das heißt dann nämlich insbesondere, wenn wir das bewiesen haben, dann sehen wir sofort, was der Bildraum ist, also Range von PV-Quer. Was kann da alles rauskommen? Nun, es kann sicherlich nicht mehr rauskommen als V-Quer, weil das PV-Quer bildet ja in V-Quer rein ab. Also das heißt, hier sind wir auf jeden Fall mal eine Teilmenge von V quer. Auf der anderen Seite sehen Sie aber aus dem, was da in A steht, da folgt direkt, dass wenn Sie ein V haben aus V quer, dann ist V minus V selber, das ist ja gleich 0, ist also im V im orthogonalen Komplement drin. Das heißt, V ist auch gleich PV quer von V. Also wenn wir V einsetzen in die Projektion, was schon im V quer lag, dann ändert sich dadurch nichts mehr. Das heißt, das können Sie natürlich machen und auf die Art und Weise kriegen Sie natürlich auch jedes Ding aus V quer heraus, einfach indem Sie als Urbild sich selbst, das Element selbst nehmen. Das hätten wir und den Kern entsprechend von N, also R Range, N Null Space, der Kern von der Projektion auf V quer, das sehen wir auch direkt. Also was wird hier alles auf 0 abgebildet? Da kommt PV quer x, kommt gleich 0 raus, also V bleibt im V gleich 0 ist. Also wenn 0 minus x in V quer senkrecht steht, also der Kern ist gerade der Raum
V quer senkrecht, also Bildraum und Kern von dieser orthogonalen Projektion ist gerade der Raum selber und das orthogonale Komplement. Teil B können wir uns überlegen bei diesem orthogonalen Komplement. Da ist es dann allerdings wiederum egal, ob ich den Raum selber oder seinen Abschluss nehme, also ob Sie von V das orthogonale Komplement nehmen oder vom Abschluss von V das orthogonale Komplement nehmen, kommt dasselbe bei raus. Also das ist einfach das Gleiche. Dann ist dieser Begriff orthogonales Komplement, der ist tatsächlich gerechtfertigt, denn der Raum Groß X, den können Sie zerlegen in den Abschluss von V plus das entsprechende orthogonale Komplement. Das kann ich jetzt schreiben mit oder ohne V quer. Aber sonst kürzer schreiben Sie ab sofort immer ohne V quer. Außerdem kann man sich überlegen, Teil D, wenn Sie zweimal hintereinander das orthogonale Komplement nehmen, also V orthogonales Komplement, kommt im endlichdimensionalen natürlich wieder der Raum selber raus. Im unendlichdimensionalen mit dieser Feinheit, dass da gerade der Abschluss von V rauskommt. Und in E und F ebenfalls Aussagen, die Sie wahrscheinlich aus dem endlichdimensionalen, also sicher auch aus dem endlichdimensionalen kennen, wenn Sie eine stetige lineare Abbildung haben von x nach y, dann ist der Kern von A Stern, das ist gerade das gleiche wie der Bildraum von A und davon das orthogonale Komplement. Also das ist der Grund, warum diese adjugierten Operatoren wichtig für uns sind, weil die uns gerade etwas steuern können, was die orthogonale Richtung zum Range von A ist. Und in diese orthogonale Richtung wollen wir projizieren, wenn wir zum Beispiel lineare Gleichungen und endlichdimensionalen so genau wie irgendwie möglich lösen wollen. Also gerade so eine Erweiterung von den gaußschen normalen Gleichungen aus dem endlichdimensionalen auch in unendlichdimensionalen aufstellen wollen. Und die entsprechend andere Aussage, die gilt auch. Also wenn Sie eine Abbildung A haben, stetig und linear von x nach y, dann gilt auch, dass der Range von A Stern, das ist gerade gleich der Kern von A und dafür das orthogonale Komplement. Und da taucht wieder diese Feinheit auf, dass diese Aussagen, die gelten immer nur, muss man mal gucken, gelten die so, wie sie da stehen oder gelten sie noch, braucht man an irgendeiner Stelle noch einen Abschluss? Und hier bei der letzten Aussage brauchen wir noch einen Abschluss. Anschaulich können Sie das daraus sich überlegen, dass der Kern von A senkrecht, der ist offensichtlich eine abgeschlossene Menge, einfach eine stetige Fortsetzung. Also was hier rechts steht, ist eine abgeschlossene Menge. Das kann also nicht dem Range von A Stern entsprechen. Das Kern A senkrecht ist eine abgeschlossene Menge. Kann nicht dasselbe sein wie Range von A Stern, wenn das möglicherweise nicht abgeschlossen ist. Deswegen gilt diese Aussage auch nur mit dem Abschluss Range von A Stern. Ja, beweisen wir das Ganze. Wir haben Teil A. Da steht so ein Minimierungsproblem drin. Und über Minimierungsprobleme und Endlichdimensional wissen wir noch nicht viel. Das ist ja überhaupt erst die zweite Woche der Vorlesung. Das Einzige, wo schon mal ein Minimierungsproblem aufgetaucht ist, war gerade der Satz von Lax-Milgram. Also das ist das Einzige, was wir in der Hand haben, um dieses Minimierungsproblem zu untersuchen. Damit wird es auch tatsächlich gehen. Also Teil A. Oder es ist also Teil A und das, was in der Aussage selber drin steht, lassen wir jetzt A mal weg. Also in diesem Definition und Satz stand ja auch schon in der Definitionsteil, stand ja auch schon einige Aussagen mit drin, dass es überhaupt dieses Minimum überhaupt angenommen wird, zum Beispiel. Also gucken wir uns erstmal dieses Minimum an. Es gilt das Folgende. Dass der Minimierer, den ich suche, also ich suche den Minimierer x minus V tilde unter allen V tilde in Groß V suche ich dasjenige, was am nächsten an x dran ist. Dann kann ich das Ganze umschreiben, dadurch, dass wir in Hilbert-Räume sind, kann ich diese Norm umschreiben mit einem Skalarprodukt, einfach dadurch, dass ich sage, naja, der Minimierer von der Norm ist natürlich derselbe Minimierer, wie wenn ich an der Stelle die Norm zum Quadrat genommen hätte. Also das ist derselbe Minimierer, wie wenn ich als Funktional, das ist eine monotone Abbildung davon, x minus v tilde normmäßig zum Quadrat nehme. Und diese Geschichte hier, das
ist auch das gleiche, wie wenn ich das jetzt ausmultipliziere. Also was hier steht, Norm x minus v Tilde zum Quadrat in der Norm, könnte ich jetzt auch schreiben als Skalarprodukt x minus v Tilde mal x minus v Tilde. Wenn ich das Ganze dann ausmultipliziere, symmetrische Binärform, können Sie ausmultiplizieren wie in der binomischen Formel, käme also entsprechend raus der Minimierer v Tilde in Groß V von. Wenn wir das ausmultiplizieren, hätten wir hier also, fangen wir mit dem V Tilde an, hätten wir V Tilde, V Tilde im Skalarprodukt, dann hätten wir minus 2 mal x V Tilde und wir hätten plus x, x jeweils im Groß X Skalarprodukt. Also so wäre das Funktional genau dasselbe wie das, was oben drüber steht. Für den Minimierer ist es aber egal, was. Also für den Minimierer geht es nur darum, was bezüglich des V-Tildes passiert. Also dieses plus x, was hinten steht, ist für den Minimierer komplett egal, weil es das Funktional einfach nur eine Konstante nach oben verschiebt. Also wir können das machen, das Ganze für irgendein festes x. Also es gilt für jedes klein x in Groß x, dass der Minimierer von diesem Funktional ganz oben links dasselbe ist wie das Ganze hier unten rechts. Und hier unten rechts könnte ich auch noch diesen festen Wert x, den könnte ich einfach weglassen. Das würde mir nichts daran ändern, wo der Minimierer angenommen wird. Würde mir nur was am Wert des Funktionals ändern, aber nicht an der Position des Minimums. Genauso ist es mit skalaren Vielfachen. Wenn ich ein Funktional habe, suche Minimum, dann kann ich das Funktional auch mal 7 oder mal 10 nehmen. Dann würden sich entsprechend nur die Werte ändern, aber es wird sich nicht die Position des Minimums ändern. Also nehmen wir das Ganze mal 1/2. Dann verschwindet hier entsprechend die 2 und Sie sehen, was da steht, sieht jetzt so aus wie das, was wir bei Lanz-Milgram hatten, nämlich 1/2 mal Bilinearform V Tilde, V Tilde minus Linearform von V Tilde, wobei in dieser Linearform jetzt gerade das x drin steckt. Und das ist jetzt der Grund, wo wir brauchen, dass ich an der Stelle das Minimum nicht über irgendein V bilde, über irgendeinen Unterraum bilde, sondern dass ich hier dieses Minimierung über einen Hilbertraum habe, nämlich einen V abgeschlossen, wo wir uns gerade überlegt haben, abgeschlossene Unterräume sind selber Hilberträume. Das heißt, hier haben wir ein Minimierungsproblem in einem Hilbertraum, das diese Form hat, wie wir sie bei Lax-Milgram untersucht haben. Und das heißt also, da V quer Hilbertraum ist und können wir Lax-Milgram anwenden. Dann sagt uns also Lax-Milgram, dass genau ein Minimierer existiert. Es existiert genau ein Minimierer V in diesem Hilbertraum, V quer von diesem Funktional 1/2 V Tilde minus x V Tilde. Ja, das heißt also, es gibt genau einen solchen Minimierer und mit diesem Minimierer kann ich dann also tatsächlich mein P definieren. Also damit ist definiert, dass mein P tatsächlich wohl definiert ist. Also daraus folgt erstmal, es gibt überhaupt diese Abbildung P V quer von Groß X nach V quer und das gilt noch mehr. Lax-Milgram sagt mir ja auch, dass dieser Minimierer, dass der stetig und linear von der Linearform abhängt. Die Linearform hängt stetig und linear von dem x ab. Das heißt also, aus Lax-Milgram kriegen wir ebenfalls raus, dass das PV quer sogar eine stetige lineare Abbildung ist von x nach V quer. Und wenn es eine stetige lineare Abbildung ist von x nach v quer, dann kann ich das auch ansehen als stetige lineare Abbildung von x nach x, weil das v quer ist ja in x eingebettet. Die Norm auf v quer ist dasselbe wie die Norm von x. Das heißt, die Einbettung von v quer nach x ist ebenfalls eine stetige lineare Abbildung. Das heißt, ich kann das pv quer auch gleich so definieren, dass es nach x geht. Entsprechend ist dann mein pv quer eine stetige lineare Abbildung von x in sich. Ja, außerdem wissen wir, das Ding ist, das passt hier noch dahinter genau, ist der Aufbau etwas schöner. Das, was hier rauskommt, nämlich PV quer V x, dieses Ding hier gleich V ist die eindeutige Lösung nach Lax-Milgram von diesem Ausdruck bilinear von gleich linear von. Das heißt also von V, W,
bilinear Form v, w gleich linear Form x mit w eingesetzt für alle w in v quer bilinear Form gleich linear Form. Und das, was hier steht, heißt, bedeutet ja nichts anderes als das. Das v minus x, wenn Sie das auf eine Seite bringen, mal jedem w aus v quer multipliziert gleich 0 ergibt. Das heißt, das bedeutet gerade, dass v minus x Element ist in dem orthogonalen Komplement vom Abschluss von v. Dann werden wir gleich noch zeigen, dass wir den Abschluss auch weglassen können. Stetigkeit, Linearität haben wir schon gezeigt. Wohldefiniertheit haben wir damit. Teil A haben wir damit gezeigt. Also damit gilt Teil A. Dem, was wir behauptet haben. Was außerdem an der Stelle ich auch noch bemerken sollte, wäre also auch dieser Begriff Projektion, den haben Sie typischerweise so definiert. Projektion ist eine Abbildung, die, wenn Sie die mehrfach anwenden, diese mehrfach Anwendung nichts mehr dran ändert. Und das gilt jetzt offensichtlich auch, denn wenn Sie PV quer anwenden auf ein V, dann kommt einfach V selbst raus für alle V aus V quer. Denn Sie nehmen ja gerade dasjenige, was am nächsten dran ist in V-quer, und das V selbst ist natürlich am nächsten an sich dran. Und das bedeutet aber, wenn Sie PV-quer, wenn Sie das jetzt mehrfach anwenden auf ein x, dann wird beim ersten PV-quer anwenden, kommt was aus V-quer raus, die nächsten Anwendungen ändern nichts mehr dran. Also das heißt, PV-quer-Quadrat ist auch gleich PV-quer, mehrfach Anwendung der Projektion, ändern nichts. Das heißt, das Ding hat auch tatsächlich den Begriff Projektion verdient. Ja, die anderen Aussagen, die blende ich Ihnen nochmal ein, damit wir die nicht vergessen und vor Augen haben. Also dann müssen wir zeigen, Teil B, dass nämlich V senkrecht gleich V quer senkrecht ist. Sie haben es noch vor Augen, V senkrecht war gerade definiert als diejenigen x, die auf allen Vs senkrecht steht, also x, v gleich 0 für alle v aus v, wäre v senkrecht, v quer senkrecht würde bedeuten, alle x mit x, v gleich 0 für alle v aus v quer. Das heißt, der Unterschied wäre, gerade gilt x, v auch für die Dinge aus v quer, die nicht in v sind, also für Limites von Folgen, die in v verlaufen, wo aber eben dieser Limes vielleicht nicht mehr in v ist. Ja, das gilt aber einfach aufgrund der Stetigkeit, denn wenn Sie eine Folge haben Vn, die in V verläuft, dann ist, und x, dann ist x, Vn gleich 0, wenn das x in V senkrecht ist. Aber x, Vn gleich 0 für alle Vn bedeutet mit Limes-Grenzübergang, dass x, Limes Vn eben auch gleich 0 ist. Das heißt, wenn Ihr x auf allen Folgengliedern senkrecht steht, steht es auch auf dem Grenzwert senkrecht. Das heißt, wenn x aus allen Dingern aus V senkrecht steht, steht es auch auf allen Dingern aus V quer senkrecht. Also Teil B im Beweis folgt einfach durch Stetigkeit, weil das Skalarproduktbild mit einem x eine stetige Abbildung ist. Dann haben wir zu zeigen, Sie haben es eingeblendet, Teil C, dass nämlich das x tatsächlich der Unterraum ist, abgeschlossen plus das Komplement des Unterraums. Also dafür müssen wir zeigen, dass die beiden Teile, also V quer und V senkrecht, dass die schnittfremd sind, also nur trivialen Schnitt haben. Also was ist in V quer, Abschluss von V und V senkrecht drin? Angenommen, Sie haben ein Element, was da drin ist, das kriegen wir auch im Kopf hin. Dann wären Sie also in V quer und Sie wären aber auch in V senkrecht. Wir haben gerade schon gezeigt in B, dass V senkrecht ja dasselbe ist wie V quer. V senkrecht ist dasselbe wie V quer senkrecht. Also wenn Sie da was haben, was im Schnitt drin liegt, dann liegt es sowohl in V quer und steht aber auch senkrecht auf allem, was in V quer liegt. Das heißt, es steht auf sich selber senkrecht. Das heißt, jedes Ding aus dem Schnitt ist mit sich selber im Skalarprodukt multipliziert gleich 0. Das heißt aber, es hat Norm gleich 0. Es ist also der Nullvektor. Das heißt, dass hier in diesem Schnitt liegt genau der Nullvektor drin. Und das heißt also, das sind Komplemente, und da müssen wir noch zeigen, also das sind erstmal schnittfremde oder mit trivialen, sind Unterräume mit trivialem Schnitt. Da müssen wir noch zeigen, dass die beiden Unterräume zusammen alles ergeben. Also warum können Sie alles, was Sie haben in Groß X, schreiben als eine Summe aus etwas aus V quer und V senkrecht? Und das geht aber auch einfach, denn für jedes X, klein x in Groß X, gilt ja, Sie können das x immer schreiben, ja, jetzt wollen wir es irgendwie schreiben als etwas in v quer und etwas in v quer senkrecht. Wie kriegen wir zu dem x etwas, was in v quer liegt? Nun nehmen wir einfach unseren Projektionsoperator, den wir schon haben jetzt. Also x ist pv quer x,
Und was muss ich dann drauf addieren, damit wieder x rauskommt? Da bräuchte ich also einfach x minus p v quer x. Da klammer ich Ihnen das so. Und jetzt sehen Sie, das, was hier vorne steht, der erste Summand, der liegt in v quer nach Definition der Projektion. Und der zweite Summand, den wir hier haben, der liegt nach a. Da hatten wir uns ja gerade überlegt, dass x minus dem, was rauskommt bei der Projektion, gerade senkrecht steht auf v quer. Das heißt, das hier liegt in v quer senkrecht. Das heißt also tatsächlich, Sie kriegen aus jedes Ding aus Groß x raus durch eine Summe von etwas aus v quer und v quer senkrecht. Und v quer senkrecht ist wieder egal, ob Sie v quer senkrecht oder einfach v senkrecht schreiben nach b. Ja, dann Teil D. Da mussten wir uns also zu überlegen, dass entsprechend unser zweimal orthogonales Komplement bilden uns nichts ändert an dem Raum oder uns also entsprechend nur den Raum abschließt. Also wir müssen zeigen, v quer ist gleich v senkrecht senkrecht. Dann könnten wir uns erstmal zu überlegen, dass die eine Richtung trivial ist. Denn wenn Sie etwas haben aus v senkrecht, dann ist das, dann steht das senkrecht auf allem aus v abgeschlossen senkrecht, weil v abgeschlossen senkrecht ist so definiert, dass es orthogonal steht aus allem aus v quer. Also alles, was mit v quer steht, liegt, steht orthogonal auf v quer senkrecht Dinger. Das heißt, alles, was mit v quer liegt, liegt damit automatisch in v quer senkrecht, steht orthogonal auf v quer senkrecht, liegt also in v quer senkrecht senkrecht. Und v quer und dann senkrecht genommen, können wir das quer immer weglassen, ist also gleich v senkrecht senkrecht. Also die Richtung ist einfach. Wie ist es mit der umgekehrten Richtung? Angenommen, wir hätten jetzt, ist umgekehrt, ein klein x in v senkrecht senkrecht. Warum liegt das dann auch in v quer? Nun, da hilft uns wieder der Projektionsoperator. Da ist es nämlich dann gerade so, dass wir wissen nach a, dass wenn wir uns dieses x nehmen und projizieren uns das auf v quer, dann wissen wir, dieses Ding wäre in v quer natürlich und es wäre nach a gerade so, dass der Abstand zu dem x in v quer senkrecht, wer kann ich mir da mal sparen, also in v senkrecht liegt. Das heißt also pv quer x minus x liegt in v senkrecht. Auf der anderen Seite wissen wir aber ja auch, dass das x, aber auch, doch mal so. Auf der anderen Seite wissen wir aber ja auch, dass pv quer x, das liegt in v quer. Wir haben uns gerade überlegt, v quer ist enthalten in v senkrecht senkrecht. Und, und das x liegt auch in v senkrecht senkrecht. Das heißt also, dass, ziehen wir es mal so, aus diesem blau umkringelten Grund liegt das pv quer x minus x nicht nur in v senkrecht, das tut es nach a, und aus diesem blauen Grund, das ist mir aber auch gleichzeitig die Differenz von zwei Dingen, die in v senkrecht senkrecht liegen. Das heißt, es liegt außerdem in v senkrecht senkrecht. Also das heißt, pv quer x minus x liegt sowohl in v senkrecht als auch in v senkrecht senkrecht. Und da wissen wir, der Schnitt von den beiden, der ist trivial, einfach nur die Nullen. Mit der üblichen Konvention, ich schreibe gleich 0 für den Nullvektorraum, ist also eigentlich die Menge, die nur die 0 enthält. Ja, das heißt aber, pv quer x ist gleich x und das bedeutet x gleich pv quer x ist also Element von v quer und das bedeutet also, dass auch unser jedes x aus v senkrecht senkrecht auch in v quer liegen muss. Also damit haben wir d gezeigt. Fehlen noch die letzten beiden Aussagen. Also warum ist Range von A senkrecht gleich Kern von A Stern und umgekehrt Kern von A senkrecht gleich Range von A Stern abgeschlossen? Gucken wir uns das auch noch an. Also Teil E. Wir haben den Range von A senkrecht. Über den möchten wir gerne was wissen. Range von A senkrecht wäre nach Definition alles, was senkrecht steht auf Range von A. Range von A ist eine Teilmenge von y, also was da drauf senkrecht steht, nehmen wir mit dem griechischen
Y, R sind also alle Etas in Groß Y, so dass Eta, Komma Y gleich 0 ist für alle Ys, die aus dem Range von A kommen. Das wäre nach Definition der Range von A senkrecht. Jetzt wollen wir das irgendwie auf den adjugierten Operator überführen. Also bringen wir das A explizit mit ins Skalarprodukt rein und ziehen es da irgendwie rüber als adjugierten Operator. Also das, was hier steht, das wäre ja dasselbe wie alle Etas in Y. So dass Eta, alle Ys im Range von A, können wir natürlich schreiben als Y gleich AX mit X aus X. Das heißt, das wäre dasselbe wie Eta AX, dass das gleich 0 ist. Ich schreibe Ihnen das mal nach links und lasse rechts ein bisschen Platz. Dann können wir gleich das nächste Argument hier mit reinfügen, dass das gilt für alle x in Groß X. Also so wäre das schon eine richtige Aussage. Und dieses Eta, AX, das können wir jetzt umschreiben. Das ist ja dasselbe wie A Stern Eta, X. Adjugierten Operator haben wir uns überlegt, das Satz von Ries, den gibt es. Das heißt, das können wir entsprechend rüberziehen als adjugierter Operator. Nun, was bedeutet, dass das A Stern Eta, X gleich 0 ist? Und zwar für alle x aus x. Das ist erstmal offensichtlich dann erfüllt, wenn A Stern Eta selber gleich 0 ist. Also was hier steht, enthält auf jeden Fall mal alle Etas in Groß Y, sodass A Stern Eta gleich 0 ist. Denn wenn A Stern Eta gleich 0 ist, dann ist auch A Stern Eta, X gleich 0. Die Umkehrung gilt aber auch, wenn A Stern Eta, X gleich 0 ist für alle x aus x. Das A Stern Eta lebt ja selber auch in x. Dann ist es insbesondere also auch gleich 0, wenn man es mit sich selber multipliziert. Wir können dann x gleich a Stern Eta wählen, dann ist a Stern Eta, a Stern Eta gleich 0. Das ist aber die Norm von a Stern Eta zum Quadrat. Und das bedeutet, dass a Stern Eta dann auch gleich 0 sein muss. Das heißt, das ist nicht nur eine Obermenge, das sind sogar exakt die gleichen Mengen. Und das, was hier am Ende steht, ist ja nichts anderes als die Definition von dem Kern von a Stern. Das heißt also, damit haben wir Range von a senkrecht gleich Kern von a Stern bewiesen. Ja, und Teil F können wir jetzt einfach folgern aus dem, was wir schon haben. Wir möchten gerne zeigen, dass der Kern von A Stern, dass der gleich ist Range von A, Kern von A senkrecht, so war es. Sie haben es noch eingeblendet, ich muss mal nachschlagen. Der Kern von A und diese Menge dann senkrecht. Jetzt habe ich es. Ja, wie bringen wir da einen A Stern mit rein? Das können wir jetzt entweder genauso ansetzen wie oben und entsprechend mit diesen Mengen schreiben, oder es geht noch kürzer und eleganter, wenn wir ausnutzen, dass das A ja dasselbe ist wie A Stern Stern. Das heißt, der Kern von A senkrecht ist dasselbe wie der Kern von A Stern Stern senkrecht, weil sich zweimal Stern aufhebt. Jetzt haben wir uns aber ja gerade überlegt, dass der Kern von einem adjugierten Operator, dass das gleich ist wie der entsprechende Range und davon das orthogonale Komplement. Das heißt, das, was hier steht, das wäre nach E ja gerade das Gleiche. Verlieren wir den Überblick nicht. Also wir nehmen uns dieses letzte orthogonale Komplement, was da steht. Das ignorieren wir für den Moment. Und gucken uns nur an, Kern von A Stern Stern. Und das, was hier A Stern ist, das nennen wir B. Dann würde da stehen der Kern von B, nur noch einmal gesternt. Und dann benutzen wir E, dass der Kern von B Stern wäre der Range von B senkrecht. Also hier müsste ich jetzt reinschreiben, den Range von B senkrecht. Und als B hatte ich mir ja gerade gemerkt, dass es A Stern ist. Das heißt, das wäre der Range von A Stern und dann senkrecht, senkrecht. Ja, und zweimal senkrecht nehmen ist wie abschließen, hatten wir uns überlegt. Das war Teil D. Also das bedeutet, das wäre einfach Range A Stern. Abschluss. Und damit haben wir alles gezeigt von den Aussagen. Und das heißt, wir sind jetzt in der Lage, auf Unterräume zu projizieren, zumindest auf den Abschluss von Unterräumen zu projizieren. Und das werden wir ausnutzen, noch nicht im nächsten Video, da machen wir noch einen kleinen Ausflug in die unbeschränkten Operatoren, aber um ab dem übernächsten Video uns dann zu überlegen, wie wir entsprechend Gleichungssysteme bestmöglich lösen können, also wie wir dieses Prinzip der gaußschen normalen Gleichung, der bestmöglichen Lösung, was Sie aus dem Endlichdimensionalen, aus der Numerik kennen, wie wir das Ganze auch im Unendlichdimensionalen anwenden können. Ja, damit danke ich Ihnen fürs Zuhören.